Schlüter-Dielecks EKE ist ein Eckprofil, das auf wirksame Weise Bewegungen an Innenecken, Boden-Wandanschlüssen und anderen Stellen aufnimmt. Wartungsfreie Profile wie der Schlüter-Dielecks EKE sind garantiefähig und ersetzen wartungsintensive Silikonfugen. Die Profile der Produktfamilie Schlüter-Dielecks sind aus anorganischen Materialien wie Edelstahl oder dem speziellen Kunststoff CPE gefertigt. Auf diesen glatten Oberflächen findet sich kein Nährboden für Mikroorganismen, sodass sich die Schimmelpilzsporen nicht im Werkstoff verankern können. Schlüter-Dielecks EKE ist in einer Vielzahl von Farben passend zum Fugenmörtel erhältlich und bildet eine unauffällige, einheitliche Fuge innerhalb des Fliesenbelags. Zusätzlich weist das Profil eine Kammer auf, um geschnittene Fliesenkanten zu verdecken. Der erste Schritt zu einem erfolgreichen Bauprojekt ist eine gute Planung. In diesem Beispiel haben wir die Profile den Fliesen entsprechend ausgewählt. Das Bewegungsfugenprofil Schlüter-Dielecks EKE soll am Bodenwandanschluss und in der Wandinnenecke verwendet werden. Das Bewegungsfugenprofil Schlüter-Dielecks BWS soll im gefliesten Bodenbelag verlegt werden. Zum Abschluss der Wandfliesen wird Schlüter-Rondek eingesetzt. Wir haben die Größe von Schlüter-Dielecks EKE entsprechend der Dicke der angrenzenden Fliese gewählt. Zusätzlich zu den Werkzeugen zur Fliesenverlegung braucht man geeignete Werkzeuge zum Schneiden der Profile. Je nach dem Profilmaterial sind hierbei verschiedene Werkzeuge erforderlich. Das Schlüter-Dielecks EKE-Profil aus Kunststoff lässt sich leicht mit Schlüter ProCut oder einem ähnlichen Werkzeug zuschneiden. Unsere Planung ist nun abgeschlossen und wir können mit dem Einbau beginnen. Der Untergrund wurde für die Fliesenverlegung vorbereitet. Zur Entkopplung des Belages vom Untergrund wurde die Schlüter-Ditra-Matte verlegt. Das Einpassen von Profilen im Trockenzustand vor dem Einbau erleichtert die Ausrichtung und beschleunigt die spätere Verlegung. Messen Sie von der Stelle, an der Schlüter-Dielecks EKE am Bodenwandanschluss eingebaut werden soll, und übertragen Sie die Messung auf das Profil. Schneiden Sie das Profil zu. Für einen sauberen Schnitt ist es wichtig, dass die Klinge scharf ist. Überprüfen Sie die Passform des zugeschnittenen Profilstückes. Bei Außenecken sind Gehrungsschnitte vorzunehmen. Bei diesen Schnitten kommt es auf Sorgfalt an. Sobald Sie mit den Gehrungsschnitten zufrieden sind, kürzen Sie das andere Ende der Profile entsprechend. Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Schlüter-Dielecks EKE-Stücke für die Bodenwandanschlüsse vorbereitet sind. Schlüter-Dielecks EKE soll auch in der Wandinnenecke eingebaut werden. Das Profil wird so zugeschnitten, dass es am oberen Rand der letzten Fliesenreihe abschließt. Messen und schneiden Sie danach das Profil zu. Vor dem Einbau von Schlüter-Dielecks EKE müssen wir die Bereiche festlegen, in denen sich die Befestigungsschenkel der Profile überschneiden. Markieren und kürzen Sie die Befestigungsschenkel an den Stellen, an denen sich die Profile treffen. Schneiden Sie den Befestigungsschenkel auch an der Stelle zurecht, an der das Schlüter-Dielecks BWS an das Schlüter-Dielecks EKE stößt. Das Bewegungsfugenprofil Schlüter-Dielecks BWS soll innerhalb des Fliesenbelags eingebaut werden. Der Befestigungsschenkel von Schlüter-Dielecks EKE wird an der Stelle gekürzt, wo sich die Profile überschneiden. Der Befestigungsschenkel wird auch an der Stelle gekürzt, wo der vertikale Abschnitt von Schlüter-Dielecks EKE auf das Schlüter-Rondek-Profil trifft. Schließlich kommen wir zur Außenwandecke, wo die Schlüter-Dielecks EKE und Schlüter-Rondek-Profile aufeinandertreffen.
Hiermit sind die Vorbereitungen für die Verlegung abgeschlossen und der Einbau kann beginnen. Wir zeigen hier den richtigen Einbau eines Schlüter-Dielex EKE-Bewegungsfugenprofils an Boden-Wandanschlüssen und in Wandinnenecken. Im ersten Schritt legen wir die geschnittenen Profilstücke einfach aus. Dieser Vorgang wird an der Wandinnenecke wiederholt. In der Innenecke wird das Profilstück zunächst mit Dünnbettmörtel fixiert. Fliesen können vorübergehend auf den Boden gelegt werden, um Schlüter-Dielex EKE während des Einbaus in Position zu halten. Durch den Trockeneinbau der Profile werden starre Verbindungen sowie Schallbrücken vermieden. Dünnbettmörtel wird vollflächig über den Befestigungsschenkel geschwachtelt. Die Wandfliesen sind in das Kleberbett fest einzudrücken und so auszurichten, dass die Profiloberkante bündig abschließt. Lassen Sie dabei einen Abstand von ca. 1,5 bis 3 mm zwischen der Fliese und dem Profil frei. Nach dem Einbau der Wandfliesen erfolgt die Verlegung des Bodenbelags. Die Bodenfliese wird in die entsprechende Fliesenkammer eingeschoben und voll satt in die Kontaktschicht eingebettet. Damit ist der Einbau der Bodenfliesen abgeschlossen. Mit der richtigen Planung und Ausführung bieten Schlüter-Dielex Bewegungsfugenprofile dauerhafte, wartungsfreie und allergikerfreundliche Alternativen zu elastischen Wartungsfugen.